Hallihallo, rüsten Sie die Lok auf und lassen Sie die Fahrgäste zusteigen. Abfahrt in Köln Hauptbahnhof um 9.18 Uhr. Auf der Strecke befindet sich zwischen Kilometer 84,4 und 84,6 eine Langsamfahrstelle auf 60 km pro Stunde. Ansonsten gibt es keine besonderen Ereignisse auf der Strecke. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt im Train Simulator, heute auf der Strecke Köln-Koblenz. Die heutige Fahrt führt uns mit 103-176-4 von Köln Hauptbahnhof bis nach Koblenz. Und ja, Zwischenhalte sind geplant, wahrscheinlich wieder in Remagen und andernach. Deswegen würde ich mal sagen, lassen wir unsere Fahrgäste einsteigen, setzen uns direkt in dieses wunderschöne Prachtstück von Elektrolokomotive hinein und rüsten auf, was das Zeug hält. Obwohl die Außenbeleuchtung einer Lokomotive schon aktiv ist, schalten wir mit Shift und B die Batterie hinzu. Daraufhin, jetzt muss ich überlegen, ich glaube die PZB können wir schon hinzuschalten mit Shift 8. Nein, dazu muss der Fahrtrichtungswende erst in Vorwärtsposition. Das machen wir dann auch ganz kurz. Oder war das die Mittelstellung? Ja, es war die Mittelstellung. Gut, und mit Shift 6 gleich noch die LZB hinterher, wenn die PZB eingeschalten ist. Wir können auch gleich die obere Zugart drinnen lassen, das ist kein Problem. Und jetzt sollten wir noch ganz kurz gucken, wie es mit dem Luftdruck im Hauptluftbehälter aussieht. Wir sind bei 10 Bar, gut, dann brauchen wir keinen Luftpresser aktivieren. Wobei, ja, normalerweise sollte man den trotzdem aktivieren, weil der wird sowieso während der Fahrt benötigt. Aber der schnippt automatisch hier in der Simulation immer wieder zurück in die Neutralposition. Gut, dann würde ich mal sagen, können wir den Stromabnehmer vorwählen mit Shift und P. Dazu möchte ich ganz gerne den in Fahrtrichtung hinteren Stromabnehmer haben. Und da der Führerstand Nummer 1 vorne ist und da auch die Lokomotiven in der Regel aufgerüstet werden, ja, schnappen wir uns mit Shift P den Stromabnehmer Nummer 2. Und heben den dann auch mit der Taste P oder hier drüben über den Taster für den Stromabnehmer. Ja, dann warten wir kurz, bis die Fahrdrahtspannung angezeigt wird. Zack, schnippt hier drüben hoch auf ungefähr 15 kV. Dann können wir direkt den Hauptschalter hinterher schmeißen. Der befindet sich hier drüben. Zack, der fliegt auch noch mit rein. Und dann kann der Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsposition. Mit der Taste I wird die Instrumentenbeleuchtung eingeschalten und mit der Taste L können wir hier noch unsere Führerstands- oder Fahrplanbeleuchtung, je nachdem, einschalten. Gut, die Lokomotive ist aufgerostet, die Handbremse wird wahrscheinlich noch angezogen sein, wenn der Stubbel hier noch so rausguckt. Ich muss ganz kurz mit dem F4-Menü überprüfen, genau, die Handbremse ist noch angezogen, die kann entweder über die Raute-Taste gelöst werden, über das F4-Menü hier unten, oder, ja, direkt eben durch das Kurbeln hier drüben dran. Das machen wir auch, die Handbremse ist das letzte, was wir eben lösen, und, ja gut, die Zugbremse, ja, die kommt noch danach, aber im Aufrufsprozess sollte die Handbremse die letzte sein, die dann quasi nochmal betätigt wird. Gut, die Zugspitzenbeleuchtung steht, die Lokomotive ist eingeschalten. Was wir noch brauchen, ja stimmt, das hatte ich jetzt ganz vergessen, das sind die Lüfter. Jetzt muss ich gucken, ob die in der Automatikstellung sind oder... Ja, ich glaube, die Automatikstellung ist in der Mitte. Lassen wir mal so. Wir werden es ja dann während der Fahrt auf jeden Fall mitbekommen. So, können wir noch ganz kurz einen Leuchtmeldetest durchführen? Ja, scheint alles zu funktionieren. Alles leuchtet, wunderbar. Können wir das auch wieder deaktivieren? Ich glaube, die Prüftaste hier, die funktioniert in der Simulation leider nicht. Nee, das geht hier nicht. Gut, ansonsten, ich bin abfahrbereit. Die Wagen hinten dran, die sollten eigentlich auch fertig sein. Die Türen schließen sich auch gerade. Und hier nebenan, ja, da steht noch ein schöner ICE2 mit dem Steuerwagen 808. Und der wird dann wahrscheinlich in der entgegengesetzten Fahrtrichtung aufbrechen. Vielleicht in Richtung Düsseldorf, wer weiß. So, wir lösen die Bremse an unserem Zug. Die Bremszylinder sind bei 0 bar Druck angekommen. Wunderbar. Dann legen wir die erste Fahrstufe rein. Schalten langsam Leistung auf. Handbremse war ja gelöst. Und dann können wir hier aus Köln Hauptbahnhof abfahren. So. Ganz wichtig auch, wir haben heute keine moderne Drehstrom-Elektrolokomotive, wo wir die Leistung aufschalten können bis zum Ultimo, sondern eine Lokomotive, die ab einer bestimmten, ja, also ab einem bestimmten Oberstromlimit eben auch abregelt, beziehungsweise wo wahrscheinlich dann Oberstromrelais etc. ansprechen werden. Und deswegen sollten wir da auch nicht zu viel Zugkraft vorwählen, zumal es natürlich auch zu Fahrmotorüberhitzungen kommen könnte, was wir natürlich auch vermeiden wollen. So, mit 40 geht es erstmal aus dem Hauptbahnhof hier raus. Und da springen auch schon im Hintergrund die Fahrmotorlüfter an.
oder allgemein die Lüfter. Von daher kann das so bleiben und wir haben da drüben die Automatikstellung. So, entgegen kommt uns noch ein Kollege. Wahrscheinlich in der 423. Ja, da zieht er vorbei. Und wir haben freie Fahrt und dann laut dem LF7 dürfen wir mit 70 fahren. So, dann können wir uns aus dem Wechselblinken, aus dem restriktiven Modus der PZB, dem Startprogramm, schon mal befreien. Nicht, dass wir es nachher vergessen, wenn wir die Leistung aufschalten. Ein bisschen Leistung nehmen wir schon mit, damit wir hier etwas zügiger rauskommen. Und hier drüben nochmal eine 111er mit N-Wagen. Ja, hinten dran Karlsruher Steuerwagen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann geht's auf. Leistung hochdrehen. Angepeilt werden 70 km pro Stunde. Gleich dann sogar 80. Ja, so 30 kN Zugkraft pro Fahrmotor. Das ist schon ganz ordentlich. Aber wir können das Ganze noch ein bisschen erhöhen. Die 103 hat auf jeden Fall genug Leistung, dass wir hier sogar mit, naja, 35 bis 40 km kurzzeitig anfahren können. Das schafft die ohne Probleme. So, aber dran denken, wir haben eine ältere Lokomotive. Da haben wir ein Stufenschaltwerk im Hintergrund. Und bis die Fahrstufen runtergelaufen sind, wieder auf Null, das dauert einiges an Zeit. Und die 80 hätten wir dann zwischenzeitlich auch schon. So, auf 90 geht es gleich hoch. Leistung aufschalten werden wir allerdings nicht, denn hier vorne fahren wir jetzt sowieso in eine kleine Senke hinein und da sollte der Zug automatisch eigentlich auf die 90 beschleunigen. Wir können vielleicht so, naja gut, bis in die 7., 8. Fahrstufe hoch. Da gibt die Lokomotive nicht wirklich Leistung rein, aber sie sorgt halt dafür, dass der Zug nicht verzögert. Es ist quasi, naja, es ist kein Leerlauf, aber im Hinblick auf den Rollwiderstand erzeugen wir damit so eine Art Leerlauf oder konstante Geschwindigkeit. Und da es jetzt eben in eine Senke reingeht, ganz logisch, erhöht sich die Geschwindigkeit von unserem Zug. So, nächster Halt ist Bonn Hauptbahnhof. Da werden wir sicherlich nochmal einige Personenzüge überholen. Und dann nach Bonn, ja, wird es eben Remagen sein, Köln-Eiffeltor und Koblenz Hauptbahnhof. Genau, und wir sind heute unterwegs als Intercity 119 von Köln Hauptbahnhof nach Koblenz Hauptbahnhof. Genau, der normale Zuglauf führt uns von Münster bis nach Innsbruck, also theoretisch. In der Simulation geht es jedoch nicht so weit. In der Simulation geht es maximal eben von Köln nach Koblenz. Und weiter ist eben die Strecke nicht gebaut. Man könnte dann noch ergänzen den Zuglauf über die Strecke Koblenz-Frankfurt. Die hat ja mittlerweile auch den Weg in die Simulation hineingefunden. Da könnte man sicherlich auch nochmal das Teilstück mitnutzen. So, unter 85 müssen wir abbremsen, damit wir keine Probleme mit der PZB bekommen. Grüß dich, Kollege. TX-Logistik hupt. Und auch sehr cool, das Signal hier. Die Signalbauform ist echt selten. Ne? Hier mit den 6 Leuchten hier oben. Ja gut, das Formsignal unten. Das ist ja das ganz normale Lichtvorsignal aus dem HV-System. So, 80 haben wir auf dem Tacho. Die Überprüfung ist auf 85 noch aktiv. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht drüber rollern über die Geschwindigkeit. Köln-Süd sind wir durch. Köln-West auch. Und jetzt schön das Führerkonzentrum hier in der Hand behalten. Und da, siehe schon, die 85er Überwachung ist schon ausgegangen. Wir können also problemlos weiter. Ja, zu unserer Linken gleich der Güterbahnhof oder Umschlagbahnhof Köln-Eiffeltor. Kennen wir eigentlich auch schon. Und für diejenigen, die hier etwas öfters mit mir schon auf der Rheinstrecke, auf der linken Rheinstrecke unterwegs gewesen sind, dürfte der Güterbahnhof auch nichts Neues sein. Aber dennoch, er ist immer wieder ein paar Blicke wert und gerade im Hinblick auf die Fahrzeuge, die sich darin befinden, durchaus immer wieder interessant. Für uns geht es jetzt hoch auf die Spitzengeschwindigkeit von 160 km pro Stunde und dazu drehen wir ordentlich am Fahrstufenschalter.
schön hoch damit. Und man hört es im Hintergrund, die Lüfter sind daueraktiv und versuchen eben unsere Lokomotive herunterzukühlen. So, wir sind jetzt schon in der Fahrstufe 36, wenn ich es richtig sehe. Wir lassen damit die Lokomotive erstmal auf 140 hochziehen ungefähr. Dann gehen wir nochmal ganz kurz so runter in die Nullstellung, lassen das Stufenschaltwerk ablaufen und aktivieren die Trafo-Umschaltung, die eben dafür sorgt, dass an unserem Transformator mehr Windungen abgegriffen werden und dass wir dadurch mehr Leistung haben. Dadurch sind wir nochmal Herrscher über ein paar zusätzliche PS. Das ist quasi so der Nitro-Modus von der Lokomotive. Wobei ich sehe gerade, mit dem aktuellen Wagenpark hinten dran, tut sie sich gar nicht mal so schwer. Und sie packt das eigentlich auch ohne Probleme, die 160, weil wir in der Ebene sind. Das ist gerade. Da hat die Lokomotive trotzdem genug Leistung. Siehe da. Ja, die 103 ist eben auch so ein Kraftpaket. Die braucht heute nicht mal die Trafo-Umschaltung. Wir werden sie dann aber im Nachhinein definitiv noch aktivieren. Einerseits, weil es eben Spaß macht mit diesem... Oh, ja. Ja, PCB. Weil wir die 165 überschritten haben, dann aktiviert sich die PZB. Mit ihrem Warnhinweis. Na komm, jetzt sind wir einmal gerade unten in der Fahrstufe 0. Nochmal die Trennschütze abfallen lassen im Hintergrund. Und dann Trafo-Umschaltung rein. Wobei ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das bei der 103 hier die Trennschütze sind, die wir da hören. Oder ob das irgendwie vom Fahrstufenschaltwerk ausgeht. Ja, was auch so ein bisschen schade ist, irgendwie sind hier teilweise wirklich Büsche ins Gleis gewachsen, die dann so ein bisschen auch das ein oder andere Signal versperren. Gerade jetzt hier das Gleissperrensignal. Das ist da echt ein bisschen schade, aber naja. So, jetzt sieht man es schon. Wir haben hier schon in der Fahrstufe 8, sind wir jetzt, glaube ich, einen leichten Geschwindigkeitszuwachs. Also man merkt schon, wir haben definitiv mehr Power unter der Haube, als das eben zuvor ohne die Trafo-Umschaltung der Fall war. So, wir springen jetzt nochmal ganz kurz nach draußen, damit wir das schöne Paradepferd begutachten können. Hinten dran hängen die ÖBB-Wagen, auch, müssten alles Eurofima-Wagen sein, auch wenn die jetzt hier teilweise so eine, ich sag mal, veränderte Dachkonstruktion haben. Bei den Wagen müsste es sich nämlich um eine, veränderte oder eine andere Wagenbauform handeln. Das hier sind die BMZ und ich glaube, das hier vorne sind die BCMZ. Muss ich jetzt selbst ganz kurz spicken und an der Wagenansicht gucken. Ne, BMPZ, genau. Aber alle beiden Wagentypen sind eben für 200 km pro Stunde zugelassen. Das ist ja sowieso, ich würde mal meinen, ein Merkmal, was bei sämtlichen Eurofima-Wagen zutrifft. So, bis Bonn ist es auch nicht mehr so weit. Noch ein paar Kilometer. Aber ich möchte hier nochmal die Leistung haben. Die 160 sollen bitte ausgefahren werden. Und noch ein Vorteil, der auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Trafo-Umschaltung zu nennen ist, ist halt der, dass durch die erhöhte Leistung, die wir dann pro Fahrstufe zur Verfügung haben, eben nicht so weit aufschalten müssen. Das ist deswegen ein Vorteil, nicht weil wir faul sind und nicht so weit aufschalten wollen, sondern weil eben das Fahrstufenschaltwerk auch dann beim Runterlaufen in die Nullstellung weniger Zeit braucht. Wenn wir also mit 160 km/h, jetzt hier als Beispiel, jetzt gleich wieder 165 km/h, auf eine Langsamfahrstelle zu brettern und sehen die erst meinetwegen 200 Meter vor uns, dann ist das natürlich kontraproduktiv, wenn wir jetzt die Fahrstufe 35, 36 drin haben und das ganze Fahrstufenschaltwerk erst wieder runterlaufen muss auf Null. Dann sind wir schon so weit in der Langsamfahrstelle unter Umständen drinne, dass wir um eine Zwangsbremsung vielleicht gar nicht mehr drum herum kommen. Weil wir dürfen ja, wie gesagt, erst reinbremsen, wenn das Schaltwerk bei Null ist und auf die Fahrmotoren eben keine weiteren Ströme fließen. Damit wir eben problemlos umschalten können vom
vom Fahrbetrieb eben in den Bremsbetrieb, wo dann eben auch die Fahrmotoren ja umgepolt werden, sage ich mal, und dann eben als ja, Bremse, als elektrische Bremse wirken. Ja, die haben wir ja hier drüben, unmittelbar neben dem Führerbremsventil. Und wenn du eben die Trafo-Umschaltung aktiv hast und bist dann nur in der Fahrstufe 5 und drehst dann zurück, meinetwegen die 200 Meter vor der Langsamfahrstelle, also vor der Ankündigung der Langsamfahrstelle, dann wird das Ganze ohne Probleme klappen. Unabhängig davon, ob du in den Fahrplan reingelunzt hast oder eben nicht. Das spielt dann keine so, ja, ich will nicht sagen keine Rolle, aber es spielt keine so große Rolle, weil du dann eben problemlos abbremsen kannst. So, grüß dich Kollege, kurz bei Lichthube durch. Und dann geht's weiter für uns. Wie sie durchgefeuert kommt durch den Bahnhof. Sehr cool. Ja, eine Sache, die man auch relativ selten in der Simulation tatsächlich sieht, ist die wunderschöne Schachbretttafel, die eben darauf hindeutet, dass das Signal nicht unbedingt rechts vom Gleis steht, sondern in diesem Fall, ja, links vom Gleis. Die Schachbretttafel wird auch, glaube ich, mittlerweile nicht mehr aufgestellt, weil ich glaube, irgendeine Regelung sagt, dass Signale sich mittlerweile unmittelbar rechts neben dem Gleis befinden müssen, wenn sie eben neu aufgestellt werden. Deswegen gibt es auch im Netz der DB ja, teilweise eben Signalversetzungs- oder Signalumrückungsaktionen, bei denen eben Signale neu positioniert werden. Unter anderem wird dann eben auch auf solche ja, Umbauten oder beziehungsweise auf solche Aufstellungen von Schachbretttafeln nach Möglichkeit eben verzichtet. Ich weiß nicht, ob gar keine mehr aufgestellt werden, aber es hieß mal, es sollen keine mehr aufgestellt werden. Von daher, ob das die Deutsche Bahn oder in dem Fall halt DB Netz als Streckeninhaber so umsetzt oder nicht, weiß ich nicht, aber die Information war damals so, dass eben keine mehr aufgestellt werden sollen. Was ist denn das da drüben? Das sieht immer so aus wie so eine Bunkeranlage. Oder ist es einfach nur ein Wohnhaus, was, naja, in der Simulation wie ein Bunker aussieht? Na, tatsächlich, es gibt sogar einen Sonnenschirm oben drauf. Die Häuser sehen alle so aus. Na gut. Manchmal kann man sich eben nicht aussuchen, wo man wohnen möchte. So, nochmal wieder hoch auf 160. Wir haben einen straffen Fahrplan eigentlich. Als Intercity. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der Intercity 119 der Intercity ist. Das wäre natürlich möglich, vor dem die 103, zumindest in den letzten Jahren, immer mal wieder anzutreffen war. Weil es gab nämlich lange Zeit, auch nach dem Ausscheiden der 103 aus dem Plandienst, noch einzelne Zugleistungen, unter anderem ja, vielleicht den 119er hier, der mit der 103 planmäßig bespannt war. Also mit Plandienst meine ich die Fahrzeuge, die eben in Fülle im deutschen Streckennetz unterwegs gewesen sind, teilweise auch in die Schweiz hineingefahren sind oder nach Österreich. Wobei Österreich, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, die 103 hat auch für Österreich eine Zulassung. Für die Schweiz weiß ich, dass da manche Maschinen rüber durften, aber Österreich, möchte ich jetzt mal den Finger nicht ins Feuer legen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die 103 dafür auch eine Zulassung hatten. Für die Schweiz hatten auf jeden Fall, oder auf jeden Fall eine Lokomotive hatte eine Zulassung. Die hatte ich nämlich selbst schon auf Fotos in der Schweiz gesehen. Und die Lokomotive aus der 103er Serie war auch mit einem Schweizer Stromabnehmer ausgestattet. So, da vorne kommt erstmal noch freie Fahrt, aber gleich dann auch der Bahnhof von Bonn. 2 Kilometer noch und Ankündigung auf 100. Ja, dann sollten wir mal reinbremsen, ne? So, und die E-Bremse nehmen wir noch mit dazu. Die reizen wir auch etwas stärker aus.
Ne? Die E-Bremskraft sehen wir noch hier drüben. Da müssen wir aber auch aufpassen, dass unser Fahrzeug nicht gleitet. Weil wenn wir zu viel E-Bremskraft aufschalten, ganz logisch, das ist wie beim Auto, dann bleiben irgendwann, ja, die Räder stehen. Wobei das aber bei der E-Bremse eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Die sollte, naja, was heißt nicht so viel Kraft haben? So viel Kraft hätte sie auf jeden Fall, aber sie reagiert eben auf Umdrehungen oder beziehungsweise auf die, war gar nicht gut. Wir haben ja noch eine Luftdruckbremse, die angezogen ist. Sie reagiert eben mit zunehmender Geschwindigkeit stärker und mit abnehmender Geschwindigkeit schwächer. Mit anderen Worten, wir können das Fahrzeug nur durch die E-Bremse gar nicht zum Stehen bringen. So, ich muss jetzt noch mal ganz kurz hier etwas Leistung aufschalten. Das ist sehr ungut. Da habe ich gerade voll die E-Bremskraft ein bisschen überschätzt. Und vor allem auch vergessen, dass die Zugbremse noch angezogen war. So, wir gehen auf ungefähr 50, 60. Mehr Geschwindigkeit brauchen wir nicht. Wir wollen ja in Bonn anhalten. Ja, die 100 wahrscheinlich hier wegen dem Abzweig, der uns dann eben auf ein anderes Bahnsteiggleis führt. So, jetzt ist noch die Frage, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts oder links. Ich glaube, Bonn Hauptbahnhof Gleis 3 war ja angesagt, ne? Genau. Dann Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, das Schöne ist auch, die 103 bremst in der Simulation hier ziemlich gut. Die E-Bremse, ja, wie gerade schon gemerkt, sehr, sehr, sehr stark. Hocheffizient. Und die brauchen wir auch bei unserer aktuellen Zuglänge. Da ist das wirklich schön. So, wir wollen bitte schön mit der Lokomotive vorne ans Hauptsignal fahren. Ein bisschen Verzögerung werden wir jetzt sowieso haben. Dafür müssen wir den Fahrgastwechsel etwas schneller abhandeln. Dass uns der Zugführer hier dann den Zug nach Möglichkeit so schnell wie möglich abfertigt. Insofern wir überhaupt einen Zugführer dabei haben. Also nochmal ganz kurz, der Zugführer ist das, oder ja, ich sag mal, die ranghöchste Personaldienstleistung mit einem Zug. Nicht zu verwechseln mit dem Lokführer, der ist, oder der kann in manchen Fällen auch Zugführer sein, ja, aber in unserem Fall sollten wir eigentlich noch einen Zugführer mithaben, der dann gleich nochmal pfeift, wenn es losgeht. So, 35 war die Ankunft in Bonn, so zumindest die Planung, und 37 die Abfahrt. Das passt auch ganz gut. Mit einer Minute Verzögerung sind wir eingefahren und pünktlich fahren wir natürlich aus. Türen sind geschlossen, Leistung wird aufgeschalten und dann geht es schnell wieder raus aus Bonn. So, alle Türen sind zu, wunderbar, hängt auch niemand zwischen Bahnsteig und Bahnsteig, zwischen Bahnsteigkante und Zug. So, Signal grün, N403. Ja, wird hier die Gleisnummer sein. Genau. Und da drüben eben die 404. So, wir setzen uns aber den Lokomotiv hinein. Wir wollen so schnell wie möglich wieder anfahren. Ganz wichtig, dran denken, wir haben jetzt noch die Trafo-Umschaltung aktiv. Wir haben also mehr Leistung zur Verfügung, als das normalerweise der Fall wäre. Und dadurch, dass wir jetzt mit Trafo-Umschaltung eben anfahren, haben wir auch in den niedrigen Fahrstufen natürlich mehr Leistung. Und daran sollten wir immer unsere Fahrweise anpassen, dass die Lokomotive nicht überhitzt. Denn mit der Trafo-Umschaltung, da kannst du eigentlich, ja, ich sag mal, fahren, wie du möchtest. Aber du musst eben im Hinterkopf behalten, die Lokomotive wird schneller heiß. Es fließen wahrscheinlich höhere Ströme dann durch den Transformator durch. Und daraus resultiert eben auch mehr Leistung. So, 160. Aber durch die, ja, ich sag mal, mehr Wicklungen, die wir dann auf dem Trafo abgreifen, sind natürlich auch, ja, größere Widerstände mit drin. Unter anderem selbst der Leitungswiderstand natürlich. Aber soll jetzt hier kein Elektrotechnik-Grundkurs werden, sondern
eine Fahrt mit der 103. Und ja, eigentlich ist jede Fahrt immer ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, eigentlich sehr viel mit Technik verbunden. Gerade bei etwas älteren Fahrzeugen. Was ist denn das hier? Das ganze Gleis ist zugewuchert. Da muss ich jetzt mal ganz kurz, und das mache ich eigentlich selten während der Fahrt, hier mal ganz kurz das nach drüben schieben. Das ist das Schöne, in der Simulation geht das, in der Realität meistens nicht. Das wollte ich nicht. Ja, mit Steuerung und E kann man sich eben in der Simulation hier hineinversetzen. So, ich glaube, das hast du auch. Ja, ich glaube, einmal haben wir das schon mal gemacht während der Fahrt. Aber das hier kann ich echt nicht so da stehen lassen. Das wird hier vorne noch schlimmer. Ja, keine Ahnung. Gut, wir lassen es jetzt so. Wir wollen fahren. So, da kommen wir auch direkt schon wieder angesaust, nachdem das Spiel wieder zurückgeladen hat. Wir haben jetzt einiges an Geschwindigkeit noch verloren, merke ich auch gerade so. Und wir sollten mal ein bisschen Leistung noch aufschalten, damit wir unsere, ich glaube, annähernd 160 gleich wieder auf dem Kasten haben. Wir springen nochmal ganz kurz mit der Kamera ein Stückchen nach oben und lassen unseren, ja, legendären Superzug mit der Baureihe 103 an der Front an uns vorbeiflitzen. So, bei 120 sind wir wieder. Genau, ich drehe noch ein bisschen hoch, damit wir unsere 160 wieder erreichen. Und da kommt uns auch schon direkt ein ICE entgegen, ein ICE 1 an der Lampenkonfiguration und ja, an der Bugklappe sowie ja, am Bordbistro sieht man es schon. Der ICE 1 hat nämlich diese ja, horizontalen Linien auf der Front und der ICE 2, der hätte eine vertikale Linie auf der Bugklappe, weil diese sich seitlich öffnet und beim ICE 1 eben ja, nach oben weggeklappt werden kann, aber auch dann nur für eine Notkupplung. Der ICE 1 ist nicht dafür konzipiert, dass man ihn im Doppelset fahren lässt, zumindest dann nicht, wenn es um den regulären Betrieb geht. Die ist da wirklich nur als Notkupplung, um eben von einer Hilfslokomotive abgeschleppt dann zu werden oder ja, vielleicht kann man den Zug sogar mit einem anderen ICE 1 wegziehen. Das wäre auch noch denkbar. Oder mit einem einzelnen Triebkopf. Aber für den ja, tagtäglichen Gebrauch ist die Bugklappe bzw. Die Kupplung beim ICE 1 nicht. Da dürften nämlich auch, glaube ich, keine elektrischen Steuerleitungen etc. durchgehen. Das müsste wirklich nur die Luftdruckleitung sein. Also Hauptluftleitung und dann eben die Kupplung selbst. So, wir springen nochmal ganz kurz in die Außenansicht, vergewissern uns aber, dass wir hier vorne kein Signal direkt vor der Nase haben. Und zwar nochmal ganz kurz zu unserer ja, Star-Lokomotive, das IC 119. Mit 103-176-4 geht es heute in Richtung Koblenz. So, und direkt wieder in den Führerstand. Hier drüben gibt es eine 111er mit Nahverkehrszug. Vorne dran der Karlsruher Kopf. Zugzielanzeige sagt Düsseldorf, aber ich glaube, dem Fahrweg nach zu urteilen, geht es nicht in Richtung Düsseldorf, sondern eher in Richtung Koblenz. So, wir nehmen hier die Leistung mal wieder runter. Wir sind jetzt etwas schneller. Die Ankunft in Remagen müsste der nächste Halt sein. Die ist geplant für 9.45 Uhr haben wir es gerade und 9.49 Uhr sollen wir in Remagen ankommen und 51 wieder abfahren. Ja, bis Remagen sind es noch 10 Kilometer. Das wird sportlich. So, 100. Jo. Da müssen wir sowieso ganz stark runterbremsen jetzt, weil da kommt bestimmt ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Na, und jetzt siehst du schon, wir sind hier in der Schnellbremsstellung eigentlich. Oh, da kommt einer. Huhu, das war knapp. Das war ganz knapp. Voll auslösen. Da können wir jetzt eigentlich wahrscheinlich auch noch einen Angleicher drücken. Weil wir voll durchgezogen haben und jetzt auch noch in den Füllstoß reingegangen sind. Sonst merkt sich die Bremse den falschen Bremszustand. So, wir gehen aber nochmal mit der Leistung ein Stückchen hoch. Da wir leider keinen Angleicher haben hier im Simulator.
So, 100 darf gefahren werden. Und ich weiß noch, ich glaube, hier im Gleis haben wir mal eine Notbremsung bekommen, weil einer von den Fußballfans, die wir an dem Tag im Zug hatten, die Notbremse gezogen hat. Die waren an dem Tag so alkoholisiert, dass die da auch ja, in den Wagen entsprechend Rambazamba gemacht haben. Und ja, dann sind wir hier zum Stehen gekommen. Es war nämlich genau diese Doppelkurve. Ich glaube, hier vor Oberwinter ist das. Wenn es mich jetzt hier nicht täuscht. Wir gucken gleich mal aus dem Fenster raus, was am Bahnhofsschild dran steht. Wenn hier überhaupt eins steht. Ist doch Oberwinter, oder? Hier kommt eins. Nee, in Rolandseck. Okay. Dann war Oberwinter, glaube ich, der nächste Halt. So, wir müssen uns ranhalten. Wir sind bei 96 Kilometern pro Stunde. Wir wollen aber mindestens 100 fahren. Damit wir wieder Zeit rausholen können. Da fahren wir schon so einen Prachtzug und wollen bitte ohne Verspätung hier entlang des Rheins schlürfen. Der Rhein müsste jetzt auch endlich mal auf der linken Seite auftauchen. Hier unten kommen schon die ersten Boote. Den Kollegen mal ganz kurz grüßen per Lichthupe und per Pfeife natürlich auch. Ja, und hier unten geht's los. Einmal durchs malerische Rheintal mit der 103 und dem Intercity 119. Ein so wunderschöner Zug. Und freie Fahrt erwarten. Noch 5 Kilometer bis Remagen. Was sagt die Uhrzeit? 9:49 Uhr. Ja, wir haben es 9:48 Uhr. Wir könnten eventuell noch annähernd. Ja, gut, nee. Planmäßig ausfahren wird auch nichts mehr. Also, Remagen können wir schon mal abschreiben, was zumindest das planmäßige Ankommen angeht. Und die Abfahrt höchstwahrscheinlich auch. Ja, fahren wir mal so 100, 105. Aber viel schneller nicht. Weil es bringt uns auch nichts, wenn wir mit dem Zug am Ende entgleisen oder uns an den Drehgestellen oder irgendwo was kaputt geht, nur weil wir schneller gefahren sind. Das muss nicht sein. Remagen müsste jetzt auch am Ende des Gleisbogens hier vorne gleich kommen. Oder ist das schon der große Gleisbogen hier? Auf jeden Fall ist es nicht mehr weit. So, ich glaube, hier oben fädelt dann die Bundesstraße ein. Und jetzt müsste mit einer der schönsten Abschnitte hier auf der linken Rheinstrecke kommen. Das bezieht sich natürlich immer auf die Fließrichtung des Rheins und nicht auf die, naja, aktuelle Fahrtrichtung. Dann wären wir sowieso, ja, von der Fahrtrichtung her gesehen, auf der rechten Seite. Aber der Rhein fließt eben aus den, ich sag mal, Bergen ins Meer hinein. Und wer weiß, dass die Ostsee eben im Norden liegt. Beziehungsweise, ja, die Nordsee. Die Ostsee und die Nordsee, dass die eben im Norden liegen, das Meer. Der weiß eben auch, dass es dann die linke Rheinseite hier sein muss. So, Remagen in 1,2 Kilometern. Da vorne müsste gleich das Einfahrsignal kommen. So, wir haben es 9.50 Uhr. Vielleicht schaffen wir es ja. Ah, 40 Sekunden. Da müsste man wirklich eine Glanzleistung hinlegen. Und auf die Sekunde vielleicht noch. Genau in der, im Umsprung zur 51. Minute. Die Türen öffnen. Aber das sehe ich noch nicht so richtig. Ich glaube, da haben wir ein bisschen Verspätung jetzt. Was aber auch nicht so schlimm ist. Das lässt sich dann auf jeden Fall bis zum nächsten Halt problemlos wieder rausfahren. So, wir haben noch 100 auf dem Tacho und jetzt sollten wir aber auch wirklich mal reinbremsen. So, Gleissperrensignal sagt uns SH1. Wir sind ja im DS-Gebiet. Im Bereich der DV301 wäre es eben RA12.
So, wir nehmen uns direkt die Harttafel hier. Das passt schon. Ja, 51,15 haben wir es jetzt gleich. So, hier kann ordentlich anziehen. Ist jetzt etwas unangenehm vielleicht für die Fahrgäste. Aber immerhin, die sollen ja noch einigermaßen pünktlich hier am Bahnsteig aussteigen dürfen. So, wir springen mal ganz kurz nach drüben mit unserer Kamera. Hier sehen wir auch schon einen aufgerüsteten Nahverkehrszug. Da haben wir schon Glück, dass der Fahrdienstleiter den noch ein bisschen warten lässt. Zumindest bekommen die Leute dann ihren Anschluss. So viel klappt schon mal. Und damit wir hier nicht allzu große Verzögerungen drin haben, legen wir mal bitte die Lokbremse auf 1,5 bar an. Und so können wir dann etwas schneller wieder abfahren. So, die Türen sollten geschlossen sein. Zack, in Lösestellung und ab die Post. So, liebe Baureihe 103, jetzt zeigst du mal, was du drauf hast. Vor allem, was das Anfahren angeht. Da hast du dich an der Realität eigentlich nicht so freundlich gehabt, was das anging. Aber wenn wir dich an die Leistungsgrenze hochprügeln, dann müsste auch das möglich sein. So, hier jetzt nicht verwirren lassen. Das Vorsignal oder der Vorsignalwiederholer, der gilt nicht für uns. Der gilt für das in Fahrtrichtung links liegende Gleis. So, hier drüben so, ja, 35 bis vielleicht noch 40 Kilonewton Anfahrtszugkraft pro Fahrmotor. Aber dann, ne, guck auch mal hier drüben. Wir ziehen laut Ampermeter, ja, 500 Ampere aus der Leitung. Im Bestsatz. Und hier wahrscheinlich dann 800 Volt gerade pro Fahrmotor. Wenn das die Fahrmotoranzeige ist. Weil die kriegen ja auch nicht die vollen 15 kV aus der Leitung oben. Das wird ja nochmal durch den Trafo heruntertransformiert. Und eben so umgewandelt, dass die Lokomotive damit umgehen kann. So, 120 ist das Limit. Ne, gut, 160. Trafo-Umschaltung, ja, ist drinne. Und es ist jetzt auch gut möglich, dass wir gleich irgendwo an die Temperaturgrenze steigen könnten. Deswegen, ich werde mich jetzt auch mal nicht weiter über die 30 kN pro Fahrmotor hinauswagen. Weil darüber hinaus ist das Risiko der Fahrmotorüberhitzung wesentlich größer. Und es muss nicht sein. Wir wollen die Lokomotive noch schön lange erhalten und so lange wie möglich fahren. Auch wenn wir uns in einer Simulation befinden. Aber immerhin, es soll ja so realitätsgetreu wie möglich sein. So, und die Leistung ein Stückchen runter. Dann hätten wir auch unsere 160 wieder. Dann würde ich auch mal sagen, genau, nehmen wir das Fahrstufenschaltwerk direkt auf 0. Nehmen wir die Trafo-Umschaltung wieder raus. So, damit wir jetzt eben hier nicht das Risiko eingehen, dass wir es wirklich übertreiben und am Ende dann, ja, noch eine Fahrmotorüberhitzung haben. Weil wenn wir die haben, dann können wir eine ganze Zeit lang keine Leistung aufschalten und das wollen wir nicht. Wir wollen schön in Ruhe mit der Lokomotive fahren können und das klappt auch hier mit etwas weniger Trafo-Windungen ganz gut. Das hat eben nur den vorhin schon angesprochenen Nachteil, dass wir etwas vorausschauender fahren müssen und vielleicht dann auch nicht unbedingt die ganze Zeit hier so draußen herumhampeln sollten, um uns die Lokomotive anzuschauen. Ich meine, ja, es ist ein schönes Fahrzeug, aber trotzdem, die 103 haben wir jetzt auch schon relativ oft gesehen. Wir wissen, wie sie aussieht. Wir fahren sie auch immer wieder gerne, oder zumindest ich. Und den Kommentaren nach zu urteilen, ist die 103 auch ziemlich beliebt bei euch. Demnach wird sie sich auf jeden Fall einige Male wieder präsentieren, aber ja, ich verzichte jetzt mal darauf, die Lokomotive übermäßig von draußen zu zeigen. So, hier ein bisschen E-Bremskraft kommen. Ja, da haben die Bremszylinder schon langsam angelegt. Ich glaube, da hat die PZB kurz nachgeholfen. Weil eigentlich sollte die elektrodynamische Bremse die Bremszylinder nicht auslösen. Ja, tut's auch nicht. PZB hat da ein bisschen nachgeholfen gerade. Gut, dann nochmal Leistung rein.
Unser nächster Halt ist dann voraussichtlich definitiv nicht Köln-Eiffeltor. Das ist, warte mal, vor Koblenz kommt Remagen, Annach. Das müsste Andernach sein. Das ist halt wirklich so ein Problem. Wir haben ja jetzt hier veränderte Bahnhofsnamen teilweise. Die stimmen nicht ganz so mit dem überein, wie sich der Bahnhof eigentlich in der Realität nennt. Oder auch nicht hier in der Simulation. Das hängt damit zusammen, dass hier an der Strecke ein paar Sachen modifiziert sind und dass wir eben nicht auf einem, naja, auf einem offiziellen Update dieser Strecke hier fahren. Also weder Freeway-Update noch Payway-Update. Das ist hier so eine eigene, ich sag mal, Mischung von mir. Da sind teilweise Updates enthalten aus Freeware-Updates für die Strecke, aber da ist so viel herummodifiziert worden von mir nochmal. Die Strecke sollte man so eigentlich ja nicht antreffen. Ja, gerade mit den Signalen, mit den Bahnübergängen, das hat mir dann doch ein bisschen ja missfallen, wie das in den, ich sag mal, in Anführungszeichen Standard-Updates eben der Fall war. Ich finde nämlich bei der Strecke wirklich die neumodischen Bahnübergänge eigentlich ganz schön. Deswegen stehen die auch hier bei mir noch. Und ja, deswegen kann man die hier so schön begutachten. 140, alles klar, ich habe es gesehen. Und runterbremsen, trotzdem etwas stärker. Ich möchte nicht den GPA mitnehmen. Das halt auslösen. Das reicht. Ah, Punktlandung. Genau auf 140. Ich glaube, der GPA könnte dann bestimmt wieder hier vorne kommen. Wenn er kommt. Nee, kommt keiner. Gut. Die Differenz von 20 km pro Stunde, die haben sie jetzt nicht als Sicherungswert scheinbar empfunden. Wobei ich das halt doch bei dieser Kurve hier eigentlich ganz angebracht fände. Aber es kann sein, dass es nur im Simulator entfällt und dass es in der Realität tatsächlich abgesichert ist. So, dann kommen wir hier nochmal auf meine Lieblingssprintgerade. Und zack. Oh, wir sind zu schnell. Viel zu schnell. Und wir müssen auch noch runterbremsen, weil hier vorne eine 11-6-Tafel kommt. Mit der Kennzeichnung 110. So, und auslösen. Wunderbar. Das wird schon. Bis Andernach haben wir, denke ich mal, die Fahrzeit definitiv wieder rein. Leicht die Leistung aufdrehen wieder. Und dann wiederholt sich das Spielchen. Noch 3 Kilometer bis zum nächsten Halt. Oh, schön hier an der rechten Seite diese Felsformationen. Das schaut cool aus. Auch allgemein die linke Rheinstrecke. Ich finde sie schön. Ich finde aber persönlich die rechte interessanter, weil dort eben hauptsächlich auch der Güterverkehr zu Bundesbahnzeiten abgehandelt wurde. Wobei man hat es ja dann sowieso nochmal durchgewechselt. Und dann eben auch irgendwann so gemacht, dass es auf beide Strecken verteilt war. Da ist dann dieses Konzept. Ja, rechte Rheinstrecke für Güterverkehr, linke Rheinstrecke für Personenverkehr dann doch irgendwo entfallen. Und man hat es eben komplett durchgemixt. Und heutzutage, ja, würde ich mal sagen, fährt vielleicht auf der rechten Rheinstrecke mehr Güterverkehr, aber dennoch auch auf der linken. Das ist, ja, je nach der Auslastung und Trassierung der Unternehmen in Abhängigkeit gestellt. Weil das bestimmt mittlerweile nicht mehr nur DB-Netz alleine.
dann natürlich, wenn du irgendwie einen Anschluss hast, der hier in der Gegend liegt. Dann musste er so oder so auf die richtige Seite vom Rhein. Ansonsten klappt das nicht. So, der halt in Andernach ist in Fahrtrichtung rechts. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die unseren Zug in Andernach verlassen. Ist doch Andernach, oder? Ja, ist Andernach. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle. So, da leuchtet ein Abfahrtsanzeiger, aber in der Gegenrichtung. In Andernach ist die Ankunft geplant für 10.01 Uhr. Ja, das passt doch noch. Komm. Ja, wir standen noch. Das war schon 10.02 Uhr, ne? Haben wir aber nicht gesehen. Das verschweigen wir jetzt mit unseren Fahrgästen. Wir stellen hier schnell die Uhren um am Bahnsteig und dann klappt das. So. Hier vorne herrscht überall rote Welle vor auf den anderen Gleisen. Nur bei uns, da leuchtet ein grünes Lämpchen. Wir dürfen gleich fahren. Andernach ist auch heute relativ leer, muss ich sagen. Mit den 5 Zügen, die jetzt hier stehen. Ne, Korrektur 6. Da ist noch ein Holzzug, der hat sich im Gleisbett so schön versteckt. Ja, 5 Wagenzüge. Und ein wahrscheinlich schon fertiggestellter Zug. So. 10.03 Uhr ist das Abfahrt. Aber gut, die Türen haben sich geschlossen an unserem Zug. Nein, haben sie nicht, haben sie nicht, haben sie nicht. Die sind noch offen. Wieso ist denn das hier unten? Hä? Türschließbefehl erneut reingeben. Wieso sind die noch offen? Mei Jung, was geht denn hier ab? Okay, jetzt gehen sie zu. Na gut, wenn es der Zug so meint. Dann meint das so. So, Bremsen lösen und diesmal wirklich abfahren. Aber auch mit geschlossenen Türen. So, sind alle zu, ja. Genau, und der Abfahrtanzeiger wäre dann das hier. Allerdings jetzt hier für uns in der falschen Fahrtrichtung. Der bringt uns so rum nichts. Weil man guckt den immer dann von hinten an, wenn der so 3 weiße Punkte hat. Und ja, in Fahrtrichtung rechts, wenn er dann eben von links unten nach rechts oben hoch zeigt und eingeschaltet ist, dann können wir davon ausgehen, dass das Hauptsignal vor uns in Fahrtstellung ist. Man sollte sich aber auch darauf ja, nicht unbedingt verlassen. Am besten immer direkt aufs Hauptsignal gucken, aber zumindest weiß dann schon, okay, mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das Signal in Fahrtposition. So, hier beschleunigen wir noch einmal, aber diesmal nicht so rasant wie beim letzten Mal. Wir können jetzt ein normales Beschleunigungsverhalten an den Tag legen. Und bis auf die 130 hoch schaffen wir es auch ohne Trafo-Umschaltung. Denn die sollte nämlich zwischen 120 und 140 aktiviert werden. Und mit 130 liegen wir da genau in der Mitte. Aber wenn wir dann wirklich die Zielgeschwindigkeit haben, dann legen wir es auch wieder rein. Also nicht die Lokomotive, sondern die Trafo-Umschaltung. Ich möchte schon die Zusatzleistung haben. Und 120. Leistung einfach runternehmen und die Lokomotive ausrollen lassen. Genau, es macht Klick. Wir aktivieren die Trafo-Umschaltung. Zack. Auf 140. Die ist auch aktivierbar mit der Tastenkombination Shift und W. Ja, damit kann die hin und her gesteuert werden. Ich mache es aber lieber über den Kippschalter da unten, weil einerseits benutzt man die sowieso nicht so oft, dass man sich die Tastenkombination merken müsste.
Und auf der anderen Seite macht es eigentlich auch viel mehr Spaß, den Kippschalter mit der Maus umzulegen. Weil das vermittelt so einigermaßen das Gefühl, als würde man wirklich den Taster anfassen. Und ja, das macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Genau, und hier wäre dann nochmal der Abfahrtsanzeiger in der richtigen Fahrtrichtung. Ne? Nach vorne betrachtet. Und wenn man den jetzt von hinten angucken würde, dann würde man den eben hier mit so drei weißen Punkten sehen. Hier würde wahrscheinlich ein Gegengleisfahrtanzeiger leuchten, wenn es eben ins Gegengleis rüber ginge. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Das wäre dann ZS6. Also ZS sind halt immer die Zusatzsignale, dafür die Abkürzung. Aber ja. Der sagt uns halt einfach nur, hey, du darfst jetzt im Gegengleis fahren. Und das eben ja, im Gleis der entgegen der gewohnten Fahrtrichtung. Ich glaube, so ist der Wortlaut. Den gibt es halt ja entweder in so elektronischer Form mit so, naja, Leuchten als Tafel. Oder ich glaube, genau, zweimal in elektronischer Form und einmal als Tafel. Wobei sich die elektronischen Anzeigen ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, der eine Anzeiger, der hat eben die abgewinkelten Ecken. Und der andere, ja, der hat einfach nur so einen Strich von rechts unten nach links oben. Oder von links oben nach rechts unten. Je nachdem. So, zu unserer Linken finden wir auch wieder unser Lieblingskernkraftwerk Mülheim-Kärlich. Was mittlerweile ja, komplett stillgelegt sein müsste. Und wir dürfen 160 brausen. Dann mal Leistung hoch. Ja, nochmal ganz kurz als Info so, ne? Die hier unten aufgeschriebenen Geschwindigkeiten, die waren ursprünglich mal für eine AFB gedacht. Die war auch zeitweilig mal in Fahrzeugen der Serie 103 eingebaut. Aber da das nicht so richtig funktioniert hat, hat man die bei sämtlichen Lokomotiven wieder rausgenommen. Hat zwar die Plakette unten drauf gelassen. Damit kann man sich so vielleicht, naja, einigermaßen an den Geschwindigkeiten orientieren, was aber auch wieder damit in Abhängigkeit steht, was hinten an der Lokomotive dranhängt. So, halt erwarten. Komm. Jetzt aber durchziehen. Ja, es wird eh nichts mehr. Da kamen die Zwangse schon. Das ist es eben. Wenn man die Leistung voll aufgeschalten hat und dann zu langsam runterschaltet, dann kommt eben auch die Zwangse rein. Signal ist schon wieder auf grün. Oder? Ach nein, oh mein Gott, was ist denn da los? Gar nicht gut. Was ist denn da los? Hä? Wieso ist das jetzt aus? Da haben wir eine Signalstörung, aber vom Feinsten. Vor allem, wieso hat das die... Eigentlich hätte uns die Zwangsbremsung ja davor angehalten, ne? Was ist denn das jetzt? Das Signal ist aus. Gute Frage. Also weiß-rot-weißes Mastschild, von daher davor hätten wir auch anhalten müssen. Ja. Anruf bei der Fahrdienstleitung machen wir mal, ne? Kurz vor Koblenz stehen wir hier. Was war das für ein Signal? 43 hat's. Wir gucken mal ganz kurz in der Übersicht. Ja, Einfahrtssignal wahrscheinlich hier von Koblenz-Lützel dann. Gut, was sagt denn das nächste Signal? Das nächste Signal sagt grün, freie Fahrt. Ja, ich weiß halt jetzt nicht, ob da ein 2000er aktiv war, etc. Wir machen das Ganze jetzt mal so. Komm hier, frei und weiter geht's. Aber ich meine, wir sind jetzt in der Simulation. Passiert sowieso nichts. Im schlimmsten Fall fahren wir auf einen Zug aus Bits und Bytes auf. Da das Signal vor uns aber wieder im nächsten Signalblock, da es sowieso grün ist, laut der Anzeige, können wir die Fahrt fortsetzen.
auch die Zwangsbremsung, die kam ja wirklich unmittelbar hinter dem Signal. Also so, dass der Zug in Realität eigentlich vor dem Signal hätte stehen bleiben müssen, weil mehr als Schnellbremsung kann der Zug nicht auslösen. So, und da das Signal auch nicht im verkürzten Bremsweg stand, wären wir in Realität eigentlich vor dem Signal zum Stehen gekommen. Und zwar auf jeden Fall, weil wir ja sowieso in Bremsart R fahren mit den Wagen hinten dran. Das sollten die ja, oder ja, bei 200 km/h haben die es auf jeden Fall. Das sind ja auch Eurofima-Wagen. Die haben Scheibenbremsen, die werden sogar noch Magnetschienenbremsen haben. Genau, also der Zug steht bei einer Zwangsbremsung. Ach Mann, jetzt habe ich gepennt, oder? Hatte ich mich jetzt nicht befreit? Gleich nochmal. Damit wir es lernen. So, frei, nochmal. Fahrstufen runter auf 0. Na komm, Bremse auslösen. Bremszylinder gehen gen 0. Hauptluftleitung ist wieder bei 5 bar. Wunderbar, so soll es sein. Überladung der Leitung haben wir keine. Und der Hauptluftbehälter ist auch gleich wieder voll auf 10 bar. Dann erneut. So, diesmal bitte gleich befreien. Vorsignal sagt schon Freifahrt erwarten. So, jetzt will ich aber echt Leistung sehen. Jetzt stand sie lang genug, die Lokomotive. So, diesmal auch keinen Wechselblinken, oder? Ne, dann müsste es eigentlich schon kommen. Ich drücke trotzdem mal noch frei. So. Also ich weiß nicht. Das muss ich mir definitiv im Nachhinein nochmal ganz kurz angucken. Hier beim Streckenkilometer ja, 84 ungefähr. Hatte ich nicht gerade freigedrückt? Ich bin echt der Meinung, nochmal freigedrückt zu haben, bevor wir losgefahren sind. Wodurch sich der restriktive Modus ja eigentlich aufgelöst haben müsste. Aber ich guck dann. So, erstmal möchte ich nach Möglichkeit irgendwie wieder planmäßig in Koblenz ankommen. Was natürlich nicht klappen wird. Ach, hier kommt noch eine, genau die Langsamfahrstelle. Ach, jetzt weiß ich, woran das gelegen haben könnte. War da eine LF1? Gute Frage, ich pausiere mal ganz kurz das Spiel. Habe ich das LF1 übersehen? Was vielleicht vor der Baustelle stand? Ach! Das habe ich nicht gepeilt, weil ich draußen war. Ich war mir da... ja, alles klar, ist vollkommen gerechtfertigt. Vollkommen gerechtfertigt. Oh, war mit 60. Ja, das war jetzt nicht toll. Mensch, besser aufpassen. Oder... Naja, was heißt besser aufpassen? Nicht so viel rausgehen. Ordentlich fahren. Und ich habe mir noch am Anfang gedacht, okay, du brauchst ja den Streckenkilometer nicht genau merken. Da wird ja gleich nochmal ein LF1 kommen. Und ja, siehe da. Siehe da. 160 waren, ne? Ja. Und dann gleich da vorne eh wieder die 90. Von daher, wir beschleunigen nicht voll. Ach, das war jetzt echt ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. So, Leistung runter. Bei 110 sind wir. Auf 90 soll es runtergehen. Wir drücken wachsam, weil das Kennziffer kleiner 10 ist. Und bremsen dementsprechend auch rein. So, zu unserer Linken sehen wir dann gleich das DB-Museum von Koblenz. Sowie das wunderschöne Brückenstellwerk. Koblenz-Lützel. Kommt dann hier vorne im Gleisbogen, der nach rechts führt. Und da findet auch immer das bekannte, ja,
Sommerfest statt. Mit Lokomotivparade etc. Dort ist auch eine 103 beheimatet, soweit ich weiß. Oder vielleicht sogar mehrere. Könnten sogar zwei sein. Schöne Einheitslokomotiven haben sie. Dieselloks auch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die einen Ludmilla haben. Einen Russen. Auch wenn die Lokomotive in der damaligen Sowjetunion gebaut wurde. Und nicht im heutigen Russland. Heute wäre es die Ukraine. In Lugansk. Ich dachte jetzt, der IC kommt auf unserem Gleis. Muffensausen. So, dann geht's hier vorne auch gleich nochmal über die wunderschönen Brücken drüber. Ach ja, liebe 103, heute haben wir dich wirklich gestresst. Das war keine saubere Fahrt. Weiß ich selbst, hätte besser laufen können. So, hier bestimmt wieder die 80 dann, ne? Nee, 120, okay. Ich danke für die Ankündigung. Wieso kommen dann 120 Ankündigungen, wenn wir hier 90 fahren dürfen? Okay, ab hier gelten die 120. Auch was Feines. Aber auf die brauchen wir gar nicht mehr beschleunigen. Das wird nichts. So, das ist noch nicht Koblenz Hauptbahnhof. Nicht täuschen lassen. Koblenz Hauptbahnhof ist ein bisschen größer. Und da gibt es dann auch für uns das nächste Mal Halt erwarten. Mensch, da hatten wir heute mal so eine schöne Signalstörung drin, wo das Signal nicht funktioniert hat. Und dann zischen wir da dran auch noch direkt vorbei. Ich meine, ich habe das jetzt echt hier schlecht erkennen können auf dem Monitor. Das war ein bisschen sehr klein, aber... Deswegen hätten wir ja eigentlich trotzdem, wenn es der Regelbremsweg wäre, davor zum Stehen kommen müssen. So, ich möchte ganz gerne noch so annähernd an die 45 dran. Ich meine, wir können hier mit 65 drüber fahren, das ist kein Problem. Wenn die PZB richtig gebaut ist. Nein, sie ist nicht richtig gebaut. Dann gibt es natürlich noch eine geschossen. Stehen wir schon am Bahnsteig? Nee, noch nicht ganz. Ja, also die PZB ist auch nicht so ganz sauber. Ja, ach komm. Das ist jetzt fies. Das ist jetzt wirklich fies. Ne, 1000er war aktiv. 85 blinkte. Und dann können wir eigentlich mit 65... über den 500er drüber und müssen dann innerhalb einer relativ kurzen Bremsstrecke auf 45 runter. Da wir aber gerade bei 46, 47 waren und das schon beim Beginn, wo der 500er aufleuchtete, ja, da läuft was schief. So, Bremszylinder sind bei 0, Bremsen sind also gelöst und dann tuckern wir ganz, ganz, ganz langsam bis zum Bahnsteigsende oder bis zum Ende des Bahnsteigsdachs, weil ganz, ganz ausfahren müssen wir es jetzt nicht. Verspätung haben wir sowieso, von daher in der Simulation interessiert mich das jetzt wenig, ob wir da 3 Minuten oder 4 Minuten haben. Wenn, dann interessiert es mich, dass wir alles pünktlich haben, aber das hat ja heute leider schon in Remagen nicht geklappt. Ne? Genau, drüben in der Fahrtauswertung sehen wir es ja nochmal. In Remagen hat es leider nicht geklappt, da hatten wir unsere erste Verzögerung und dann jetzt hier in Koblenz nochmal zwischenzeitlich in Andernach, da hat es wunderschön funktioniert. Da haben wir den Fahrplan einhalten können. So, komm hier. Reinbremsen, stehen bleiben. Und das reicht für heute. Echt, das ärgert mich jetzt. Dass der 500er direkt unsere Lokomotive gekillt hat, ohne dass es in der Realität gedurft hätte. Aber na gut, so ist es nun mal. Das ist der Unterschied zwischen Realität und Simulation oder Eisenbahnspiel, muss man ja wirklich so sagen. Dennoch hat mir die Fahrt mit 103 echt wieder viel Spaß gemacht, trotz der, naja, ziemlich vielen Zwangsbremsungen. Das ist irgendwie, ja, wir müssen das in Zukunft definitiv wieder schöner machen und
zwangsbremsungsfreier nach Möglichkeit. Dann sollte ich noch mehr auf Sicherheit spielen und weniger auf Risiko der Simulation. Ich weiß ja eigentlich, dass es viele Stellen gibt, wo es das eben ja nicht so ganz real macht. Auf jeden Fall, lieben Dank an Absolutes Chaos für das tolle Szenario und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Think New, Fly New.